auch zu. Was soll das denn? Wie geht's hier weiter? Ne, auch nicht. Hä? Ach, da oben ist rum, oder? Ach, Sicht, ich hab Zoom habe ich auch nicht. Ach Gott. Und mir auf meine Augen sind verlassen. Ich habe so miese Augen, als hätte ich gute Augen. Als Predator. Ja, nur mein Vater hat den Sichtmodus, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich kenne keine Stelle in irgendeinem Film. Von allen, ich kenne bei allen drei Filmen keine Stelle, wo die normal sehen können, die Predator. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Gameplay-Sache. Ich glaube, das können nicht mal sehen, weil sonst wäre der zweite Film ja auch total unsinnig, weil da versuchen den ja zu fangen mit ihren Tarnanzügen, ne? Würde ja mal trotzdem sehen. Aber irgendwas aufgemacht, na gut. Finden Sie die Maske, fliehen Sie aus der Kapsel. Na gut, machen wir mal hier. Jetzt wieder los. So, die Tür zu, hier kommen wir nicht rein. Obwohl, ich sehe nämlich überhaupt, hallo. Sehe mich gar nicht. Bei anderen Spielen werden sie aufmerksam. Ah, da sind ja. Ach, Scheiße. Ja, gut, rein. Ja, der haben wir mal kurz geköpft. Hälfte haben wir noch an Energie, ungefähr 50%, glaube ich, ja, sollte ungefähr stimmen, ne, ja. Vier Blöcke, ja doch. Let's go. Oh, Jesus. Oh, God, oh, God, oh, God. Jesus hat damit nichts am Hut, mein Lieber. Fleißig, fleißig, was haben wir denn hier? Um die fernzündbare Bombe zu werfen, drücken Sie die Feuertaste. Um sie dann detonieren zu lassen, drücken Sie die Alternativfeuer. Wenn sie zu lange wartet, explodiert die fernzündbare Bombe automatisch. Fernzündbare Bombe, was ist das für ein Zungenbrecher? Langes Wort. Neuer Text. Moment. So. Datum: 3. Dezember 2230. Forschungslog. Ich verstehe nicht, wie Angehörige dieser Spezies unsere City-Signale übersehen konnten. Sie sind so offensichtlich überlegen. Vielleicht haben sie sie aus gutem Grund ignoriert. Walkoff glaubt, die jagen uns. Gott, ich hoffe, dass er so paranoid ist, wie er scheint. Wenn uns diese Dinger umbringen wollen, werden uns Walkoffs Soldaten nicht helfen können. Das steht fest. Ja. Ich verstehe nicht, wie Angehörige dieser Spitze und City-Signale übersehen konnten. Haben sie nicht. Haben wir nicht. Beweis zum einen Predator 2 und Beweis zum anderen die beiden älteren Predator-Filme. Die kennen, also... Beide, wir sind alte Hase auf Erde, kennen wir schon. Haben wir halt manchmal zum... Die Tür ist zu, aber hier ist ein Hacking-Device. Ja. Ja, das ist Hacking-Device, ich weiß gar nicht, dass sie sowas haben. Ich weiß gar nicht, dass sie sowas haben. Wird das irgendwie im Film angewendet? Ich hab vergessen. Da muss ich mir nochmal alles angucken. Nur länger her. So, jetzt kommen die Bomben zum Einsatz. Das war, die mussten nicht mehr explodieren lassen. Gleich. So. Ich will ein bisschen aufräumen. Ja. Ja, ich habe übrigens noch einen Fehler gemacht von wegen Benennung. Der erste hieß nicht Aliens vs. Predator auf dem Jaguar, sondern Alien vs. Predator. Also quasi. Ja, ist der erste Film nicht auch Alien vs. Predator? Nee, ne, der heißt wirklich Aliens, ne? Trophäen, ich brauche Trophäen. So. Betreff Jägermaske. Anmerkungen: extrem fortgeschritten. Kompakte Refraktionslinse für anpassbares Sichtfeld. Optische Filterung und Verstärkung in Echtzeit. Richtmikrofon. Die Gravuren auf dem Helm ähneln den Artefakten vom Zeta Grabungsplatz. Das klingt fast so, als wär das eine Predator-Grabung. Ja. Ja, das sind wir. Ne? Was haben wir denn hier?
dem Netzgewehr können Sie Ihre Feinde bewegungsunfähig machen. Um schnell zu fliehen, müssen Sie diese dann mit einem Messer mit... Um schnell zu fliehen, müssen Sie sich dann mit einem Messer, mit Handgelenkklingen oder mit Klauen freischneiden. Andernfalls müssen Sie sich langsam aus dem Netz entwirren. Geben Sie ihnen nicht diese Zeit, sondern schneiden Sie sie in kleine Stücke. Okay. Also dann haben wir das Netzgewehr, berühmte Netzgewehr. Ich dachte, das zieht sich automatisch zusammen. Ich dachte, die werden dann nach und nach zerquetscht. Ist das nicht auch so? Na, jetzt haben wir halt neues Missionsziel. Ja, finden Sie Maske. Jetzt haben wir wieder... Immer noch keine Dingens, ne? Nur Sichtmodi. Na gut, immerhin. Besser als nichts, sag ich mal. Ein Netzgewehr. Können wir auch zwar nichts mit groß anfangen. Da, was haben wir denn da? Haha, auch nicht schlecht. Ich komme mal hierher. Hä? Ah, verdammt! Hat sie wieder frei gemacht. Ich dachte, ich hätte noch genug Zeit. Ach, geben Sie ihnen nicht die Zeit. Wir haben die Zeit ihnen gegeben. Deswegen haben wir nicht in kleine Stücke zerschneiden können. Okay, jetzt geht's hier hoch, vermute ich mal. Ja. Gehen Sie aus der Kapsel. Ja, geht's mal hier weiter, ne? Los geht's. Lalalö. Ah ja, Abschnitt Ende. Im Luftschacht. Muss ich nicht auf Aliens rechnen? Hier muss ich auch ein Alien rumlaufen. Ja, Objekt ist updated, haben neue Missionsziele. Ja, Wayland Yutani, Ansatzbesprechung, der Vorfall. Anhang M, Wyckoffs Aufzeichnungen. Vielleicht hatte ich mit Eisenberg Unrecht. Möglicherweise bieten uns die gefangenen Predators den Weg zu einer echten Lösung. Ihre Physiologie ist nicht magisch. Sie haben Hämoglobin. Sie brauchen Sauerstoff. Sie können sterben. Eine Krankheit, eine Ansteckung, ein Überträger. Sowas denkt er jetzt an eine Krankheit. Und wir lassen wahrscheinlich, weil wir uns irgendwann mit infizieren. Dann Ansteckung, also Krankheit verursachen, dann ja, übertragen auf alle anderen Predatoren. Wäre fies. Wenn ich diesen hier töte, werden sie zurückkommen. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Ja, Missionsziele. Holen Sie sich die Waffen Ihres Clans zurück. Suchen Sie einen Tarnfeldgenerator und fliehen Sie aus den Kapseln. Ja, den da direkt am Anfang. So, if I turn these two valves, boom. That's right. I don't believe you. Das glaube ich Ihnen nicht. That's true. I'm gonna make that shit up. Come on. Who would design something that stupid? It's a jury-rig system we salvaged from Pod 5. Turn one, fine. Turn the other, fine. You turn both, blammo. Man. Komm her. Und das zweite nicht? Na egal. Das war eine miese Sache hier. Ich glaube, mach das normal. Weil da habe ich ja die Hälfte meines Dings verloren. Ich werde da mal einfach mal. Mach da lieber auf die Schnelle. So. Ich kenne den Dialog schon. Kann ich den Kopf jetzt mitnehmen? Jetzt habe ich keinen Helfspunkt verloren. Wie gesagt, ich kenne den Dialog jetzt schon eben gehört. Von wegen, es macht Bumm, wenn man da drückt. Ja, heißt das, ich muss jetzt Bumm machen. Und da hauen wir mal ab. Jupp, es macht Bumm. Ja, es hat Bumm gemacht. Na, machen wir mal rein da. Und die ein paar Wissenschaftler auch mitgenommen. Mann, da freut sich das Predator her. Jetzt haben wir ja jede Menge Trophäen gratis gesammelt hier. So. So holen sie die Waffen ihres Clans zurück. Ja, wo sind denn diese Waffen unseres Clans? Ich denke, man muss dann hier runter, wa? B.
Ich bin doch hier immer noch viel zu offen, ey. Aber ich kann ja nicht an den Wänden laufen wie ein Alien. Als Alien wäre es richtig praktisch. Da können wir ein Netzgewehr nutzen. Das ist ja begrenzt. Oh, der kann eine können die nehmen. Man kann auch die nehmen, ja. Die ist auch begrenzt. Ich muss immer aufpassen. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meiner Munition. Was haben wir denn hier? Eine Speerwerfer. Nee, Speerwerfer ist es nicht. Das ist nicht normaler Speer. So. Was ist das jetzt? Suchen den Tarnfeldgenerator. Das ist dieses Ding. Jetzt können wir wieder tarnen. Kann ich mich auch wieder heilen? Nee, das geht leider noch nicht. Das ist jetzt an. Betreff Jägerspeer. So heißt das Teil. Speer normal. Anmerkungen. Bemerkenswert. Eine genauere Untersuchung der Klinge deutet auf eine unbekannte Herstellungsart hin. Ein magnetisch aufgehängtes Monofilmanent war mein erster Gedanke. Aber es sieht nach mehr aus. Was immer es ist, es schneidet durch Stahl. Ja, durch Stahl kann ich schneiden, aber so ein blöden Android muss ich dreimal kaputt hauen oder was? Und die dreimal gerade in den Kopf treffe, brauche ich dreimal. Das ist aus wie dieses Eisenberg, wie dieses Büro von Dr. Eisenberg auf Deck 24, wo man eigentlich nicht reinkommt. Ich weiß heute nicht, wie man reinkommt. Ich weiß immer noch nicht. Also, vielleicht kann man doch gar nicht rein, wo halt diese Nachrichten da versteckt waren. Ich vermute mal, dass ich hier hoch muss. Aber ich guck mal. Kann ich mich ja tarnen, ne? Tja. Datum 15. Dezember 2230. Hallo Paul, folgendes habe ich herausgefunden. Es sieht so aus, als wäre unser General einmal ein Marine gewesen. Ich habe ein paar News-Dateien über ihn rausgezogen. Er wurde ehrenhaft entlassen, nachdem eine Rettungsmission auf Korari übel ausging. Alle anderen starben. Er litt mehrere Frakturen der Wirbelsäule. Die Bilder zeigen ihn, wie er im Rollstuhl sitzt und über seine Lähmung spricht. Da scheint aber irgendwas nicht zu stimmen. Heute läuft er doch. Warum fragst du? Alles Gute. Scott. Okay.